Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Kurz vorweg, schönen Dank fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Ja, hat mich gefreut. Hoffe, dass die Woche auch so. Ne, nur das Beste hoffen, dass die Entwicklung so weitergeht. Läuft ja ganz gut zur Zeit. Ja, wir machen hier weiter an Ernten Soja. Und aktuell fahre ich auf Feld nur 42 mit, weil da hatten wir vorhin einmal kurz mit Dreschen aufgehört und ist weitergefahren. Ohne Arbeitsgang, ne? Und drüber. Hat zwar sich alles bewegt, aber halt nichts reingetan ins Lager. Nun scheint es nach Neustart des Kurses oder Neuberechnungskurses zu klappen. Ja, Soja ist das große Thema, ne? Das hoffe ich ab bis 0 Uhr durchzuziehen, da ja Regen angesagt ist. Und das ist ja an sich nicht gut. Aber die Sojaernte geht ja hier ziemlich zügig mit zwei Dreschern und auf Feld 42 mit ein. Leider habe ich nicht mehr. Hier wären wir zwei ein bisschen kritisch, also ein bisschen zu eng, ne, auf Dauer, ne? Aber hier auf Feld Nummer 47 hätten auch drei arbeiten können. Ja, da sind meine Felder alle abgeerntet. Bloß die 13, die man gepachtet hatte. Ja, dann haben wir so nichts mehr da, ne? Mal gucken mal. Früchte. Was haben wir noch? Was könnten wir noch? Rüben haben wir fertig. Da haben wir keine Rüben mehr. Kartoffeln. Gibt es irgendwo Kartoffeln? Kartoffeln würde jetzt zur Not gehen, das ist ein PKW. Aber ich habe ja gesehen, am anderen KI-Feld, da ist alles abgeerntet. Also das ist vorbei mit der Erntezeit, ne? Also wir sammeln sich keine hier, sind nur hier Hafer. Und Hafer ist, entweder es ist, ich wollte mal schauen, mir interessiert der jetzt Hof 1, das ist hier unten. Warum Hof 1? Hof 1, ich ziehe um, ne? Hier sind zwei Silos. Zwei andere. Obwohl, das könnten auch die sein, die im Hof sind, ne? Also bei mir. Die könnten genauso verpackt sein. Und hier sind noch weitere zwei. Ob die verpackt sind, das weiß man nicht, ne? Also das kann man so nicht sagen. Hier könnte man jetzt nur dranfahren und entsprechend bearbeiten. Den Lampen kann man ja vielleicht verkaufen, geht glaube ich nicht. Ah, da könnte man was tun, ne? Also da wäre ein bisschen machbar. Hier ist die BGH und hier könnte man direkt vom Crossplay reinkippen, theoretisch. Theoretisch. Ne? Hier wäre auch ein Milchhof, glaube ich. Personal, das bin ich. Das Personal, ich bin der Chef. So. Kleine Scheune. Und hier wäre der Kuhstall, glaube ich. Schornstein, Heizung, keine Ahnung. Kraftwerk. Ach, im BGH Kraftwerk. Ansonsten. Na, hier wäre interessant, ne? Also hier wäre. Also Grunde mehr Platz für die BGH. Also mehr Ablagerungsfläche. Ja, ansonsten haben wir hier noch Schweine. Schweine wollt ihr nicht machen. Kühe haben wir hier noch. So klein, ne? Kann aber sein, dass auf anderen Karte die Gebäude anders sind. Das ist sehr wahrscheinlich. Deswegen würde ich mal sagen, das schaue ich mir dann mal vor an vor Ort, wenn es was ist, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass es anders ist, groß. Aber hier könnten wir auch Schweine machen, aber Schweine wiederum, macht einen heiden Arbeit, sagen wir so, ne? So. Dann schaut mal kurz hier nach. Wir müssen jetzt im Prinzip Folgendes machen. Wir müssen ja das Häckselgut ja loswerden, am Schluss. Dann muss das Silo abgefahren werden, zwar. Der Vermieter muss leer gemacht werden. Das wollen wir nicht, das ist so. Denn wir werden ja
schlecht beraten, wenn wir das nicht machen würden. Die wollen es ja wieder verkaufen. Unser Misthaufen wird auch mal voller. Ist halt so, ne? So, das kippen wir rennen ins Lager und dann können wir die Silage aus dem Vermeter rausnehmen und halt ein Silo verkaufen lassen. Das machen wir auch wieder autoreif gleich. Die Ernte läuft ja an den Bei. So. Soll nichts abkippen oder wie? Das finde ich, weil der andere blockiert. Kann sein. Oh, hinten, ah ja gut. Mein Fehler. Geht ja nur, wenn ich entsprechend hinten aktiviert habe. Ja, ich wünsche allen, hoffe, ihr habt ja alle eine schöne Woche gehabt. Nun habt ihr ein schönes Wochenende. Ja. Morgen ist ja Sonntag, ne? Sonntag. Wieder mal, ne? Wir nähern uns in großen Schritten das Jahr geht zu Ende. Mit groß, ganz großen Schritten. So, hier mal ganz kurz programmieren. Und zwar ändern wir das mal ganz kurz. Und zwar beladen. Vermeter. Und abladen. Da unten. Was haben wir Müll noch nicht? Ne, doch nicht. Abladen. Lager ist Quatsch. Gewaltermarkt in dem Fall nicht notwendig. BGH. Hat ja eigentlich geklappt. Lass mal fahren, ne? Und wir werden mal sehen, mal den anderen Fahrzeug noch wegkriegen. Die BGH kann dann voll gemacht werden, nutzt ja auch nichts, ne? Wäre ja Blödsinn, damit dachte ich jetzt nicht verkaufen würden. Unser Lohn einholen, ne? Wir müssen jetzt ja wissen jetzt ja, verwerten kann man sagen, ne? Die Kühe würde ich nachts nicht umstallen wollen, ist auch noch nicht notwendig. Der Umzug wird noch nicht stattfinden, erst dann werden entsprechend alles andere erledigt ist, ne? Also unser Lager leer ist und die Lage im Prinzip verwertet wurde zum entweder globalen Markt oder Silo in der BGH. Die wird nichts reingehen, aber wie viel? Das lohnt sich nicht, ne? Ne, das wollte ich machen. Und den Mist kriegt man nicht da rein in die BGH, das machen wir später. Ja, Gülle wäre ein bisschen einfacher, Mist ist bisschen, muss beladen werden. Ne? Gülle hätten wir mit dem globalen Markt einfach rangefahren. Und dann in der BGH entsorgt. Vielleicht mache ich es mal so irgendwann. Was rein, ne? Das ändern wir auch um. Beladen. Und abladen. Ach, die Lade einschauen wir noch. Abladen. So, Häcksel gut. Silage.
7 Mal steht da drin, ja. Nimm mal nicht so ernst. Den anderen. Ja, da müssen wir entsprechend noch wieder umräumen, aufräumen. Die Fahrzeuge werde ich alle auf den Acker raufbringen, weil der Acker wird sich groß nicht ändern. Ja, die läuft voran, die Ernte, das geht. Der geht auch arbeiten, der arbeitet auch. Passt. Ich muss mal den anderen besorgen, ne? Der hat, Milch fährt aktuell nicht. Das ist jetzt aktuell der Radlader. Zuckerrüben. Da haben wir Glück gehabt, ne? Also Silage habe ich jetzt. Irgendwie Silage. Schauen wir, ob der abkippt. Denn ein bisschen haben wir schon hergestellt. So, guck mal ganz kurz. 6:6, ja, Samstag. Ja, das Tageslicht bei mir heute, ne? Klappt. Können wir morgen von der BK ein bisschen Geld bekommen? Das sieht auch gut aus, ne? Ernte. Dann muss ich ja die Fahrzeuge zurückbringen. Zurückfahren zum Hof. Das läuft. Der hat die erste Runde geschafft. Und hier geht gleich, hier geht schon hoch runter, wisst ihr? Da geht es zügig voran. So, mal gucken, ob der hier ablädt. Ob alle Wege frei sind, mal dazu sagen, das ist immer so eine Sache, ne? Und hier alle Fahrzeuge sind so gelenkig, dass er auch hinkommt, wo er hinkommen soll, ne? Das gibt dann auch zu. Guck mal, was der Rechner weiß. 70 Grad. Prozessor. Machen wir so entsprechend. Immer auf Post. Ist ja entsprechend hier gewisse Dinge beendet. Programme. Oh, das klappt sogar. Ha, Wahnsinn. Mensch, das war auch nicht so einfach, ne? Einzustellen. Aber gut, damit wir Kurs verschieben können, ne? So, durchdrehende Reifen. Das ist nicht gut. Gucken, ob der Kollision drin hat, ne? Hier wäre nichts. Ja, nachts ist das blöd, aber. Wenn das Wetter nicht mitmachen würde, würde ich sagen, okay, was viel die Rolle, dann machen wir jetzt, ne? Machen wir am Tage. Oh, ja. Anwenden. Einstellen. So. Ah, der Traktor hier. Musst du so überlegen, mit dem besten Erfolg kriege. Ja, wie gesagt, mit Silage. Ja. Ob das mit denen geht, der Fräse? Rein theoretisch nicht, aber rein praktisch kann man probieren, ne? Die müssen wir so mal einen Kehrbesen holen, ne? Von einer Seite reinigen. Dass die mir vom Prinzip da die Silage wegholen können, weil da ja kommen wir nicht ran, weil er verpackt ist. Ne? Ist ja leider so, dass wir ein bisschen versuchen zu reinigen. Jetzt mit denen klappt es gut, wenn nicht, müssen wir einen Traktor nehmen. Traktor und Anhänger hätten wir sogar da, aber der druckt durch die Silage rein? Ich glaube nicht.
Sammelwagen haben keine Silage. Leider. Das sind beide Fahrzeuge, die müssen. Die müssen wir warten. Die Ernte kann man nicht lange warten lassen. Ja, da ist einer unterwegs. Muss laufen die Ernte, wird's auch nichts. Sonst haben wir ein kleines Problemchen, ne? Schon mal ganz vorsichtig. Ich glaube, einer ist unterwegs. Er ist in grün. Und nur dicht genug dran. Jo, das scheint zu klappen. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt haben wir schon Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen Sonntag geht noch eine Folge, mache ich jetzt noch und dann nachher heißt es nachher verarbeiten oder vorbereiten für die Marsch. Ne? Na, tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter in Thüringen. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Bis dann und ciao. Tschüss.